In a faraway galaxy lies a sun orbited by three planets, the Garal system. A place inhabited by humans and their creations, castes, numens, and beasts. For 500 years, there was war among the races, a seemingly never-ending conflict. Then finally, an era of peace and prosperity that has lasted 100 years. But now a darkness has awoken and threatens the universe. Neues Kapitel mal wieder. Und ja, das Intro. Das 11. schon mal. Das 11. Mal, dass wir das Intro sehen damit. Oh, Nachrichten. Hello! Welcome to Garal Channel 5 Headline News. I'm your host, Hal. And now for today's top story. The Guardian Defense Force announced that they have discovered the location of the confinement device in New Days. They are working day and night to make it operational once again. The Allied Army and Guardians have been mobilized in a massive defense effort. And in other news, a warrant has been issued for a rogue leader. It's been discovered that his involvement with the Endrum Collective has been ongoing for some time. The suspect, Alfred Tyler, is considered armed and dangerous. Alfred, okay. He is suspected of having supplied the Endrum Collective with stolen relics. However, despite authorities' efforts, the whereabouts of Tyler is still unknown. This has been Garal Channel 5 Headline News for today. This has been Hal reporting. Good night! Good night! Ja. die wissen jetzt auf einmal von diesen Station-Dingern, diese Türme, die Planeten schützen. Davon wissen jetzt auf einmal die Leute. Karen! Oh, geht direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Karen! I warned you this could happen. Now move out of my way. Mr. Weber. Noch Mann. Leave and never come back. Fuck you. Irgend so ein Kardinal hat mir jetzt gesagt, verpiss dich. Nur weil der Papst jetzt umgekippt ist. Obwohl der Papst das selber wollte. Ja, also, komm schon. Ach komm, die wird schon wieder. Hm?
Ich hatte schon wieder diesen Traum. Wird es Karen gut gehen? Wieder hat sich der... Oh, ich glaube, ich muss einmal die Batterie wechseln. Auch wenn er noch nicht sagt, dass die Batterie gewechselt werden muss. Ne? Also, ich muss auch immer. Das nächste Mal hier nicht mehr will. Okay. Seit der Weissagung erfahre ich von der Gemeinschaft gar nichts mehr. Verdammt. Was ist los, Mr. Weber? Letzte Zeit scheinen Sie unter Schlafstörungen zu leiden. Ja, ich bin irgendwie unruhig. Ethan, bist du wach? Ja, Meister. Ich muss mit dir über diese Mission bezüglich der Verteidigung des Restriktionssystems reden. Wir treffen uns im Besprechungszimmer im Hauptquartier der Guardians. Bin gleich da. Okay. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Wo ist das System? Dass die Musik viel zu laut ist. Okay. Manchmal in den Kämpfen bin ich gar nicht kaum zu hören. Was? Zweiköpfige Wache? Der zweiköpfige Drache dann, ne? Hä? Linearbahn? Voltes? Da haben wir gegen zwei... Ach doch, ja, da sind wir reingefahren. Okay. Interessant. Neue Mission. Ja, dann... Dann müssen wir nach Neu-Ds wahrscheinlich, ne? Also können wir jetzt gleich erstmal nach Neu-Ds gehen und gucken, ob da neue Waffen sind. Ich wechsle erstmal den Controller. die Batterien des Controllers. Moment. Oh Mann, das würde mir nicht passieren, wenn ich Kabel hätte, aber Kabel können brechen. Kabellos nicht, zum Glück. So. So, was wollten wir denn mit dir? Wir wollen lagern. Wir machen erstmal all das Zeug hier. Das ist alles viel zu laut, oder? Irgendwie. Gibt's nur die beiden Sachen? Okay, wird das nicht leiser, habe ich das Gefühl. naja, doch ein bisschen. Okay, wir lagern. Spezialwaffen benötigt. Okay. Oh, wir haben ja Sachen gekriegt. Mal schauen, was nehmen wir denn hier weg? Das da wahrscheinlich. Ja. Was? Ne, das war vorher nicht da, ne? Das ist GVG, also Gemeinschaft des Glaubens oder sowas. Die Gemeinschaft von Gurhal, ach ja. Oh yeah, das lassen wir drin. Oh. Die anderen können wir verkaufen, glaube ich. Achso, ich kann dir Sachen geben, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt einfach erstmal ein bisschen Geld sammeln. Ich könnte dir sowas zu essen geben. Ah. Naja. Waffen. Irgendwelche Sachen doppelt. Hätte ich alle verkauft vorher, ne? Na gut. Ich schau mal. Wir sind schon Level 49. Ist das hoch? Ich glaube schon. Wir wollen nach ganz oben. Also nicht ganz. Wir wollen nicht zum Guardian sitzen. Glaube ich. Oder doch? Wird mir eigentlich. Na gut. Wir holen uns erstmal den Auftrag sozusagen. Wo es dann hingeht und alles. Und dann können wir immer noch einkaufen für neue Items und so. Wenn er dann auf den Planeten geschickt oder sowas. Bestimmt.
Ja, oh, Lumia. Genau, Lumia. Ethan. Was ist los? Ich habe mich bei den Guardians beworben, aber ich wurde abgelehnt. Sie sagen, mit 13 wäre ich zu jung, um den Guardians beizutreten. Kannst du dir das vorstellen? Was, du wusstest das nicht? Muss mindestens 14 sein, um den Guardians beizutreten. Warum hat mir das keiner gesagt? Hugo und ich konnten deinen Wunsch, deine eigene Welt zu beschützen, nachvollziehen, aber auf dich wartet eine wichtigere Aufgabe, als jetzt am Kampf teilzunehmen. Du musst diese Welt wieder aufbauen, wenn die Schlacht vorbei ist. Wenn du ein bisschen älter geworden bist. Es geht jetzt irgendwie sehr plötzlich. Oh Mann. Wenn du ein wenig älter geworden bist, können wir zusammen kämpfen. Bis dahin werde ich mein Bestes tun, um dich zu beschützen. Also lerne fleißig. Okay. Werde lernen und dann werde ich ein noch besserer Guardian werden, als du es bist. Ethan, wart's ab. Mhm. Hey, was willst du damit sagen? Okay. Schauen, was der Präsident von uns will. Hallo, Mina. Oh, Mr. Weber. Meister Nach wartet im Besprechungszimmer. Okay, danke. Ich hätte hier direkt hingeschickt, ne? Ich könnte auch da hinten einfach hingehen, aber na gut. Umso besser. Ethan. I heard what happened on New Days. Ich gib's auch noch? Yeah. Good to have you here, Ethan. Let us begin the briefing. You will need to escort Dr. Tom Rain from the Guardian's colony to the Motube confinement system. Once there, you must defend the confinement system until the unification point. Ooh. Unification point? Unfortunately, it is our last hope. This New Day is to send the seed to another plane, we must activate all three confinement systems simultaneously. That is the unification point. If we fail, there is a good probability that all civilization in the Garal system will be destroyed. Parum, New Days, and Motube. The confinement systems on these three planets will be defended by Guardians. Understood? Headmaster Knave. Huh. Hmm? What is it, Maya? I'm requesting immediate backup. Not possible now. But I've located Professor Taragi. Oh. He's being held on a small satellite. What's this? Observe for yourself. Das sind die ganzen Wissenschaftler? Oh. This is an unknown satellite discovered in orbit outside the Garal system. We detected Professor Taragi's homing signal coming from this satellite. But I don't know what we'll find there. Please, can't you spare even just one person? I will go. No, I will go. Hugo. Yeah. Look, Ethan. Maya and Dr. Tom Rain asked for your help, right? They are going to need all the help they can get. No. Hugo. I'll go, Headmaster. Das ist gut, wenn... Very well. Dann können wir Master Tom Rain nämlich auch mitnehmen. Bei einem Viererteam passt er ja nicht mehr mit rein. Maya. With our current mission, we can't spare anyone else. I just hope Hugo will be enough for you. Yes, Headmaster Knave. Thank you so much. Das reicht. Hugo. You take care of her, okay? Hey. Not to worry. Okay? We'll be fine. Yep. Okay, ihr drei werdet Dr. Tom Rain zum Restriktionssystem auf Motu begleiten. Dort werdet ihr die Einrichtung des Systems verteidigen. Yes, Sir. Oh, Ethan. Der Präsident möchte, dass du bei ihm vorbeischaust. Der Präsident? Okay. Wir treffen uns jetzt mit Dr. Tom Rain und begeben uns direkt nach Motu. Ethan, du triffst dich zuerst mit dem Präsidenten und folgt uns dann nach Motu. Okay. Wir werden beim Schützpunkt der Guardians in Dagora auf dich warten. Verstanden. Okay, warte mal. Also,
Was ist denn jetzt mit dem... Was ist jetzt mit dem in Neu-D? Ist doch auch noch nicht aktiviert, oder? Welcome, Mr. Weber. And yes, I've already received a complaint from Lord Rutsu. I'm sorry, sir. It's not your fault, Ethan. I'm the one who should apologize. But the maiden... The maiden will be fine. That's really what I wanted to tell you. Yay! So you should be able to head to Motube without hesitation. What's wrong? I failed. Nein? I couldn't protect Karen. I mean the maiden. You both made it out alive. That should be enough. Ich hab sie mit S verteidigt. Was well aware Mach of the dich mal nicht runter. I know you did everything you could, Ethan. But still. Ethan, tell me what it is you fight for. What is it I fight for? I want you to think about what Karen was actually fighting for. If we can't protect the confinement systems, we can't defeat the Seed. If we don't get past this, there will be no tomorrow. It's life you fight for. Yes. Okay. Yay. Wieder kein Lou hier. Ist sie noch am Anfang hier? Sonst tankt die auf... Na, Parum rum und, ne? Ich werde eine bessere Guardian werden als du, Ethan. Okay. Also wir müssen nach Motub, das heißt, da gibt es wahrscheinlich neue Waffen. Ist mir recht. Sollte ich auf den anderen Planeten auch nochmal schauen? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war unsere Rüstung sowieso immer von dort. Also, fangen wir direkt damit an wahrscheinlich. Und wir haben einen extra Slot, ne? Warte mal, wir haben doch... Da, das ist... Wo sehe ich das? Extra, ne? Extra Feld, genau. Erhöht die PP-Geschwindigkeit. Ja. Also regeneriert schneller. What can I help you with today? Your patronage is open. Welcome. Can I get you anything today? Immer noch B, hä? Hm. Was könnt ihr? Ausdauer. Was ist denn Ausdauer? Dass wir nicht so oft umkippen, oder? Also wenn wir gehauen werden. Ob das will ich? Der Unterschied? 21, das untere nehmen wir dann. Das untere scheint einfach besser zu sein. Hat irgendwie 2 Defense weniger. Passt schon. Thank you for your business. Direkt anlegen, bevor ich es vergesse. Kann man das andere nicht auch gleich verkaufen? Und nicht nur anlegen, sehr gut. Welcome. Wir haben immer noch keinen Zugriff auf A-Equipment, ne? Stört mich so langsam. Thank you for your business. Welcome to my store. What can I help you with today? Wir können doch gar nicht mehr so weit von, also vom Ziel entfernt sein hier. Regenbogen, was? Elementabwehr. Ja. 18 Defense, 14. Hm. Ausweichen brauchen wir nicht. Always welcome. Denn Ausweichen ist ja das Blocken, ne? Also dann unterbrechen wir uns. Can I help you? Hier gibt es neue Sachen? Ich weiß nicht. Nicht so wirklich, ne? Das hier gibt es jetzt. Das ist schon stärker. Gibt es auf B 3 verschiedene Tiers von dieser einen Waffe? Hm. Als andere haben wir so fast. Ja gut, dann kaufen wir diese eine Waffe und brauchen wir auf jeden Fall nicht grinden. Wir haben auch genug Geld, ja. Also. Ja, die ist einfach nur besser. Please come again. Hey there. You want something?
Ha, ha, ich hab's. Endlich. Endlich habe ich die Technik, die ich will. Das ist... Stil-GP, nee, das da. Ultimative... Nee, schattenbasierte Technik, ultimativer Technikhilfe. Stärkt alle Fähigkeiten und gibt eine Gemenge... Also, wir schädigen uns damit ein bisschen. Aber das ist egal. Das ist sehr, sehr geil. Ja, irgendwas anderes oben vielleicht? Nee, da haben wir alles. Thanks. War ja nur etwas teuer. Welcome. How may I assist you? Gut, haben wir alle. Sprengfeuer nutzen wir nicht. Gut. Thank you. Dann... die hier. Und zur Palette. Jetzt haben wir mal eine Lichtwaffe. Auch mal interessant. Können wir das ja eigentlich verkaufen, ne? Oder später Pete füttern. Sollte ich bei den anderen Läden auch nochmal schauen, ob es da jetzt auch wieder Upgrades gibt? Ich weiß nicht. Bin eigentlich momentan relativ zufrieden. Ja, das brauchen wir noch. Das heißt, wir brauchen nie wieder Schiff da nutzen. Das müssen wir hier drauf packen. Wie ist da? Rechts. Kostet 32. Auch nicht so viel teurer, ne? Auch 32, ja, genau. Okay. Dann ist alle Attribute. Also wir sind schneller, wir greifen besser an, wir haben mehr Verteidigung. Und wir hätten mehr Magi. Das ist aber unwichtig. Ja. Könnte ich mir denn... Mich stört das irgendwie, dass wir immer noch in B festhängen bei den Angriffs... bei den Waffen. Greetings. What can I help you with? Wir haben auch noch B. Aber selbst hergestellt könnte ich nichts Besseres herstellen. Oh, thank you. Hört das Spiel nicht auf, wenn man... Also, letzte Mission, da kriegt man so S oder so? Come again. Also S-Waffen? Ich weiß nicht. Komisch. Das heißt ja, wir sind noch ganz schön weit entfernt vom Ende, aber ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind noch 4 Kapitel davon weg oder so. Das heißt, wir würden dann auf Kapitel 15, 16 enden. Kommt das hin? Ich glaube schon. Aber wir haben jetzt noch nicht mal A-Waffen, verdammt. Naja, vielleicht kriegt man S ja auch gar nicht in der Story, ich habe keine Ahnung. Schauen auf jeden Fall mal. Genau, hier gibt es auch einen Ort, an dem wir noch gar nicht fahren, ne? Nur dazu ein. Ich noch gar nicht reingeschaut. Gibt es eine Karte? Nee. Hier, da. Bei Garvik. Muss man da irgendwann noch hin? Weiß gar nicht, warum man hier noch gar nicht hingeschickt wurde. Willkommen, Guardian sind jetzt bei immer willkommen. Ah, du bist noch zu jung, um hier was zu trinken, Söhnchen. Auch wenn ich älter wäre, könnte ich nicht. Wenn ich auf einer Mission bin. Okay. Verstehe. Wie heißt du? Ethan Weber. Weber. Ich glaube, ich habe diesen Namen schon einmal gehört. Er heißt Garvik Opa. Schnapp dir einen Stuhl und entspann dich. Das ist aber nett. Oh. Einen nicht zahlenden Gast einfach mal so zu bitten, hier einfach länger zu bleiben? Naja. Können wir jetzt einfach starten, oder? Oder auch nicht. Müssen wir erst hier mit Tom Rain reden oder so? Versuch mal direkt hier hinzulaufen. Mal gucken. Na gut. Also Besprechungszimmer geht so direkt nicht. Ich muss mit ihr reden, damit ich ins Besprechungszimmer reingeworbt werde dann, ja? Hallo Mana. Hallo Ethan. Bist ja ziemlich groß und stark geworden. Ich habe trainiert. Wo ist Dr. Tom Rain? Oh, der Doktor ist im Besprechungszimmer. Okay. Hallo Doktor, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Wir haben alle gewartet, Ethan. Hat man Sie über Ihre aktuelle Mission instruiert? Ja. Wir bringen sie zum Restriktionssystem, richtig?
Ja, und sie werden das Restriktionssystem zusammen mit dem Militär der Allianz beschützen. Verstanden. Nimm mich und Tony und deine Gruppe auf, wenn du mit den Vorbereitungen fertig bist. Ich bringe den Doktor zur Flyer-Basis. Die Mission Verteidige die Portale ist in der Flyer-Basis von Dagora verfügbar. Mit dieser Mission werden Leo und Tonio benötigt. Großartig, bis dann. Yeah. Oh, ich kann sein, jetzt kommt eine meiner Lieblingsmissionen. Also die auch als freie Mission nachher super ist, wenn das die ist. Mal gucken. Da sind ja beide, da brauche ich ja eine. Kann ich dir so einladen, ne? Was ist los, Leo? Du siehst deprimiert aus. Nun, ich habe gehört, dass du bei der Mission mit der Allianz des Militärs zusammenarbeiten werden. Meine bisherigen Erfahrungen mit ihnen sind nicht die besten. Ich hoffe wirklich, dass wir das Ganze auf eine zivilisierte Art und Weise erledigen können. Militär der Allianz? Ich bin auch nicht gerade ihr größter Fan. Wenn ich darüber nachdenke, vermute ich, dass die Gemeinschaft von Gohal ebenfalls an der Verteidigung des Restriktionssystems auf Neudes beteiligt ist. Aber es wäre übertrieben zu behaupten, die Gemeinschaft und die Guardians kämen besonders gut miteinander aus. Weil das wirklich an den beiden Parteien liegt. Verstehe. Also, wo ist das Restriktionssystem auf Motub genau? Du warst bei der Forschungsmission dabei, Leo, oder? Bis? Das ist Tonio, nicht Leo. es wurde in den Relic-Städten im Zentrum der West-Kugu-Wüste gefunden. Wir mussten uns mit diesen brutalen Staterier herumschlagen und es war eine ziemlich haarige Angelegenheit. Okay. Ja, bitte. Tonio. Ich war schon einmal da, lass mich vorgehen. Okay. Ach, wenn man die so einlädt, haben die auch noch andere Dialoge? Interessant. Ja. Wenn du soweit bist, geht's um. Ja. Du so? Schon wieder sie! Ich laufe ihnen immer dann über den Weg, wenn ich es am wenigsten. Wenn ich am wenigsten zu tun habe. Ich bin ganz schön neidisch auf ihre Freizeit. Nee, andersrum. Ja. Lassen Sie ihren Ärger aber nicht an mir aus. Okay, bis dann. Bis. Okay. Wie auch immer. Habe ich perfekt vorgelesen. Bevor wir starten, sollten wir vielleicht speichern? Nee, Höllental. Hier. Ab 20 geht das schon? Nee, warte mal. Hier, da. Achso, ist kein Level dran. Was die Standardmission ist in der Story. Doktor, befindet sich das Restriktionssystem nicht ein ganzes Stück weiter vorne? Ja. Aber diese Seed-Angriffe in der Nähe des Restriktionssystems werden immer heftiger. Aus diesem Grund können wir nicht den G-Flyer benutzen. Also laufen wir von hier aus. Ist auch eine ziemliche Strecke zu Fuß. Nein, der Präsident hat dafür gesorgt, dass wir einen Striker vom Militär der Allianz erhalten. Oh, echt? Oh, das meinte ich nicht mit Lieblingsmission, aber gut. Das klingt auch sehr cool. Das ist also ein Striker des Militärs der Allianz. Das ist dasselbe Modell, das kurz benutzt hat. Er ist derselbe, den wir letztes Mal hatten, als wir das Restriktionssystem verteidigen mussten. Sie sieht so aus, als wäre er bereit. Der Soldat hier wird dir zeigen, wie er funktioniert. Okay, dann mal ans Werk. Kann ich hier nochmal speichern? Nee, na gut. Fuck. Rennen, was? Wie gebe ich Gas? Wie gebe ich Gas? Achso, ich könnte. Warte mal. Aussteigen? Da ist aussteigen. Könnt ihr ihn ja fragen, wie es funktioniert, ne? Moment, Funktionsweise ertragen? Moment, was hat er? Erfragen, okay.
Aha. Ah. Wenden. Auf- und abstellen. Irgendwie bin ich jetzt nach vorne gefahren, ne? Mit dem Photonengeschütz lassen sich Feinde, Felsen und andere Objekte zerstören. Die Anzahl der Schüsse ist allerdings begrenzt. Photonenmodule liefern Munition, okay. Lebenspunkte, ja. Aha, okay. Also, wenn wir sterben, kommen wir hierher zurück. Sterben, also, wenn das Ding kaputt geht. Nein, ich persönlich mag es ja nicht, wenn man euch Beasts und Humans den Striker benutzen lässt. Aber Befehl ist Befehl. Ah, so steuere ich. Oh, das ist ja... Hier, wo ist... Oh nein. Okay, damit schieße ich. Oh Mann. Ich würde am liebsten da so ein Photonenpack. Hier ist nichts. Hä? Oh, kann die Kamera mal nach unten gehen ein bisschen? Das wäre super. Sehe hier überhaupt nichts. Da mal bitte. Da sind Gegner. Wow. Ein Schuss tötet die nicht. Doch, tötet die. Ich krieg aber keine Erfahrung. Okay. Ich die. Ne, seht das? Ne, ich muss hier aufsammeln, ne? Ach, wie dumm. Da kriege ich Leben wieder. Okay. Kann ich die auch umfahren? Kann ich gleich mal ausprobieren, ne? Bei den nächsten. Jawohl, macht 6 Schaden. Okay, da brauche ich gleich einen Schuss für. Bleib. Der despawnt da einfach kurz einmal. Dankeschön. Warum ist vorwärts drücken nicht fahren? Das ist eine ganz merkwürdige Steuerung. Eine Panzersteuerung halt, ne? Mann. Also, wenn ich das gedrückt hätte, ist die Kamera die ganze Zeit hinter mir. Immerhin das. Der ist noch nicht fertig gespawnt. Na los. Jetzt. Oh, es tötet die immer. Also sehe ich quasi deren Max-HP, wenn ich... Siehst du? Ah, geht's da links noch weiter? Ah, einmal lang da. Wartet hier noch ein Gegner auf mich? Nein. Kein geheim irgendwas, ne? Nö, gut. Sackgasse um des Sackgassen willens. So, kann ich Bäume eigentlich umfahren? Nein, natürlich nicht. Spawn mal fertig. Ist soweit ganz einfach, aber ich glaube, wir sind nicht. Oh, ja, wir haben knapp über 3 Minuten gebraucht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das noch innerhalb der Zeit war. Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Alles gut. Excellent. I'm impressed. Ist ja auch eine sehr kurze Mission, ne? Yay, yeah, alter Ego. 18.000 Mesetas und Missionspunkte, die wir nicht gebrauchen können. Schade. Oh yeah! Only
Only authorized personnel are allowed beyond this point. But we are guardians. We're Dr. Tomrain's escort. Wir sind gerade mit einem eurer Panzer gekommen, hallo? Oh? You know anything about this? Not a thing. This is ridiculous. We don't have time to sit here and argue with you. Let us through! Who do you guardians think you are? Maybe this will help you understand! Hey, hallo! Sorry to keep you waiting. This way, please, Doctor. Ich weiß gar nicht, warum ich du so mag. Ja. Jetzt, ja. Aha. Also, wir müssen jetzt noch die letzten Abstimmungen vornehmen und dann ist das alles erledigt. Ich bin Ihnen aus tiefstem Herzen dankbar. Alle drei Restriktionssysteme werden zurzeit heftig von den Seed angegriffen. Greifen mit allem an, was sie haben. Als würden sie verstehen, dass die Aktivierung dieses Geräts ihr Ende bedeuten wird. Das Militär der Allianz wird das Restriktionssystem und den Doktor verteidigen. Guardians werden Positionen in den AMF-Feldbasen in der AMF-Feldbasis beziehen und sämtliche Seed-Angriffe zurückschlagen. Um den Präsidenten über die aktuelle Lage des Kampfes auf den Laufenden zu halten, werde ich sie auf dieser Mission begleiten. Yay, yeah, sind wieder vier. Verstanden. Okay, Doktor, wir sehen uns. Dann später. Es wird ein schwieriger Kampf sein. Seien Sie also vorsichtig. Die Schlacht wird wegweisend für die Zukunft Gorhals sein. Ich bin meinem besten Willen nicht gläubig, aber in den Zeiten wie diesen muss man etwas sagen. Das sehe ich genauso. Möge das heilige Licht uns leiten und die Macht mit uns sein und, ne? Die Mogel uns gewogen und so, keine Ahnung. Let's go. Schau mal, was hier uns entgegengeworfen wird. Welches Element seid ihr? Ihr seid Eis, oder? Nee, Erde. Erde 50! Hälfte geschafft. Ich glaube, das geht bis 100, oder? Vielleicht noch höher? Also 99 oder so, dachte ich. Hallo. Okay. Okay, es geht noch nicht mal zur Zeit los. Jetzt ist es schon sehr, sehr cool, weil du einfach nur die ganze Zeit am Monster verklopfen bist. Die Waffe sollte ich vielleicht gleich auf Wechseln auf Blitz. Kurz dahinter. Ach, wobei, egal. Erstmal kann das so bleiben. Kommt mal näher hier. Ja, 100! Ich hab gekrittet. Sehr schön. So, ich habe ja dieses Photonen-Pack ausgerüstet, dass wir mehr regenerieren. Wow. Wir regenerieren 3 pro Tick. Echt? 3, ja. Und bei Schusswaffen? 22? Was richtig? Ist jetzt 100... Oder, nee, was? 12. Also wir regenerieren 2 Punkte mehr, quasi, richtig?
Das heißt, für Nahkampfwaffen ist das richtig gut. Für Stäbe auch noch. Für Schusswaffen nicht ganz so. Regenerieren generell ein bisschen mehr. Ah, interessant. Na du? Bock auf Sterben? Au. Ja, ihr habt nichts gesagt. Komm, lass mich einmal nah an dem Purzel hier. Und dann. Ja. Jawohl. Ich will unseren neuen Buff auch gleich mal ausprobieren. Erstmal müssen wir jetzt zur AMF-Feldbasis und dann geht das eigentliche Schlachten los hier. AFM? AMF, ne? Ja, na gut, können wir verkaufen. Ihr wart Erde, ne? Ihr wart Feuer. Warum? Gerade Ausweichknopf drücken, aber ist ja nicht bei dem Game. Ihr macht das schon? Nehmen wir den großen. Na. Hätte jetzt nicht sterben. Nein. Okay. Noch mehr, hm? Super krasse Bach, der aber auch nur auf mich gilt. Aber gut. Na, guter Schaden. Jetzt habe ich dieses Giga Megit, oder wie es heißt da? Wie ist das? Megit da. Das dann mich beschädigt ein bisschen. Das dann. Ne? Gecountert wird von Girester, quasi. Scheiße. Das mich halt ein bisschen regeneriert. Perfekte Mischung im Prinzip an Heilung und Buff. Namens. Schon gesehen, da vorne ist ein Schlüssel, aber what? Okay. Zeit, dass ich diese Waffe langsam wechsle, ne? Kollege? Autsch. Ah, Monomate habe ich auch nicht mehr viel. Also sollte ich vielleicht auch nicht die benutzen, wenn ich sie nicht brauche. Kann ich eigentlich das bei den Bäumen noch gar nicht ausprobiert in der Wüste, oder? Auf jeden Fall keine, die ich scannen kann für extra Materialien und so. Also der hier zumindest nicht. Wahrscheinlich die anderen schon. Wie viel regenerieren wir denn jetzt? 5 müsste das sein, oder? Vorher immer 3 und jetzt plus 2. Ja, 5. Also. Ah. Auch keiner.
Vielleicht gibt es das in der Wüste einfach gar nicht, dass wir Bäume kaputt machen können für Material. Wie viele Keys brauchen wir denn? Zwei, okay, ich sehe schon. Einen habe ich doch hier. Ach, das war der. Okay, nee, okay. Das wäre der, den man am Anfang schon sehen konnte. Gut. Ja, lang. Noch Zeit, ich kann ein bisschen PP sparen hier. Bin ich einfach nur so ein Reinfeuer. Ist hier was Tolles für mich? Megband? Das ist so ein Einsatz in die Rüstung, ne? Ach, das Ding. Soll ich das mal anlegen? Mir gehen dann 4 Defense flöten. Na komm. Mach mal. Ich wollte es auf jeden Fall nicht kaufen, weil das irgendwie für eine Verschwendung für mich aussah. Aber hey, für umsonst. Okay. Warum despawnen die anderen? Machen wir erstmal den hier. Wow. Das schon. Vorne ist schon das Lager, ne? Wo wir hin müssen. Sehr gut. Bam. Ah, ich mag große Schadenzahlen. Ah, ist das toll. Piep, piep, piep. Ey, ist ohne Mist, das ist so gut, dass wir endlich was für, also dass wir durch die eine Mission da was für einen Extra-Slot bekommen haben. Das auch noch so gut passt, also hier mehr. Hoppala, hopp. Mehr PP generieren, ist sehr cool. Passiv Leben regenerieren wäre auch cool, zum Beispiel, dass es jetzt sowas gibt. Aber das ist schon sehr cool. Oder wenn man in die Rüstung etwas reinpacken könnte, damit man mehr, damit man irgendwie Leech hat oder sowas auf der Waffe. Das wäre auch cool. Also hier Vampirismus irgendwie sowas halt, ne? Machst du nochmal einen Baum an? Weiß nicht. Ne, ist nicht. In der Wüste gibt es keine Bäume, die man sich angucken kann anscheinend. Wir haben die Frontbasis fast erreicht, ja. Sehr geil. Nein, lass das. Danke. Diese Dinger, die da werfen, ist, glaube ich, sogar eine Erdattacke, ne?
Obwohl die halt Feuer sind. Und sonst auch Feuersachen machen. Noch einer? Ne, noch ein ganz Trupp hier. Chill, 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 chill. Nicht blocken. Einfach weiter zuhauen. Ah, gibt jetzt Energie? Autsch. Weit down, ja. Warum kämpfe ich eigentlich alleine gegen die? Tolle Teamkollegen. Der eine steht da vorne an der Tür, die anderen hinter mir an der Tür, glaube ich, ne? Die stecken da irgendwo fest. Ja, hallo, Jungs? Jungs! Dankeschön. So, dann sind wir auch gleich bei der Basis. Müssen mal gucken, ob wir was auswechseln oder unser PP mal aufladen irgendwie. Die sind noch voll. Das ist voll. Okay. Wie geht's jetzt auf zur Basis?